Also ich finde ja dieses Jaguar-Outfit ziemlich cool. Dreh dich doch mal, Lara. Zeig mal. Ja, das sieht klasse aus, finde ich. Sehr schön. Hey ho, grüß euch recht herzlich oder recht schmerzlich, je nachdem, wie ihr drauf seid. Hierzu Shadow of the Tomb Raider natürlich. Großartiges Spiel, macht mir unheimlich viel Spaß. Kann kaum aufhören. Und ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind jetzt hier. Wir haben die Prüfung des Adlers überwunden. Falls ihr auch irgendwie nochmal wissen wollt, wie es war, einfach mal zurückblättern in der Playlist. Ist ja alles da. Ihr wisst ja auch, wie sowas geht. Keine Ahnung, was uns heute erwartet. Wir versuchen natürlich jetzt auch wieder zum Jona aufzuschließen. Und sind mal gespannt, wo uns hier der Weg hinführt, den wir jetzt hier gefolgt sind. Genießen wir also noch einmal kurz diese schöne Aussicht hier. Und ja, dann geht's los. Viel Spaß dabei, ne? Ja, man kann es gar nicht übersehen. Das Spiel zwingt einen sogar hier auf diese Schaukeln zu gucken. Und da muss man sich ja, wie so ein Trapez, da muss man sich wohl drüber hangeln. Das sind mehrere hintereinander, sehe ich gerade. Ach du meine Güte, ja, mit der Hakenaxt, okay. Und dann vielleicht erstmal in Ruhe schaukeln. Ein bisschen, vielleicht auch längeres Seil da. Was hält's davon? Wahrscheinlich ist das gar nicht so kompliziert. Aber es ist schon etwas knifflig. Und komm. Verdammt! Okay, nochmal. Komm, und hopp. Drama Queen, wirklich, ist doch gar nichts passiert. Es ist doch nichts passiert. Komm, hoch mit dem Hintern. Ich muss Jawohl. vorsichtiger sein. Okay, ich bin ja vorsichtig. Links sind auch noch Haken, okay. Komm, wir machen einfach mal weiter. Wir wissen ja. Oh, Scheiße! na, ja, war ja klar. Das ist ja wieder klar gewesen. Ich muss weg. Ja, komm noch einmal hier. Komm, hopp. Alles geht nach. Na, wie war das? Ich Das habe war einfach mal knapp. gedacht, ja, das war knapp, danke. Das passte ja jetzt. Ja, ich habe einfach gedacht, ich mache das jetzt einfach mal so auf brutale Art, auf die sportliche Art. Wunderbar hier. Wo sind wir jetzt? Ein Schwalbensprung, ja, da ist wieder der Tipp mit dem Schwalbensprung. Drücken Sie, um zu springen, dann drücken Sie was? C. Um einzutauchen. Ja, das versuche ich eigentlich immer. Und diesmal klappt sogar. Ich glaube, ich soll aber hier direkt wieder raus, ja. Das wäre mir jetzt, Alles klar. wäre mir jetzt lieber. Diese Sachen, die kann man alle in Ruhe nochmal erledigen per Schnellreise. Da ist wieder so ein kleiner Frosch. Ey, herrlich, diese Lagunen hier, ja? Wenn da nicht Piranhas drin wären. Ein bisschen Weg machen. Bin ein wenig skeptisch, weil wir schon länger nicht. Oh, was haben wir denn jetzt hier wieder? Wir haben länger nicht Trinity gesehen und wir haben die verborgene Stadt erreicht. Jonah, ich glaube, ich habe sie gefunden, die verborgene Stadt. Ich suche jetzt nach der Schlange mit dem silbernen Auge. Eieiei. Kein netter Ort. Verlorene Stadt, ja. Lara hat ja ein Faible für verlorene Städte, ne? Das wissen wir ja aus den anderen Spielen. Da sind doch, glaube ich, immer verlorene Städte drin. Ah, es ist nur einfach super geheimnisvoll hier. Wunderschön. Ich weiß nicht, der Ort, der ist, sieht bedrohlich aus, aber.
Scheint friedlich zu sein. Hier sind jetzt allerdings Hütten aufgetaucht. Ich erinnere mich gerade an diese, ja, merkwürdigen Monsterkreaturen, die auch die Trinity-Söldner so angegriffen haben. Wir haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Wir wissen auch nicht wirklich, was das für welche waren. Da kommt man noch gar nicht so rein. Was ist denn das? Hallo? Nehmen wir mal das Fell mit. Ich habe was gehört. Wer ist da? Kommt da oben her. Fast. Hallo? Hallo? Der wird geopfert. Ich kann dir helfen. Geh weg! Du darfst nicht hier sein! Hör mir zu. Ich weiß, es tut weh, aber... Mabutul! Was? Das war konsequent. Laura, hättest du erst mal versuchen können, mit dem zu reden. Trinity, tatsächlich. Hab ich jetzt nicht gedacht. Ich helf dir. Danke. Wege! Wege! Junge, wo treibst du dich wieder rum? Wer bist du? Weswegen bist du hier? Ich bin Forscherin. Lara Croft. Sie kommen wieder. Wir müssen verschwinden. Bringt sie mit. Du bist nicht nur mein Sohn, sondern mein Erbe. Begib dich nicht in unnötige Gefahr. Hätte diese Frau uns gefunden, wenn du nicht dort gewesen wärst? Ich bin froh, dass nichts passiert ist. Wie hast du uns gefunden, wenn du kein Mitglied des Kults bist? Ich bin einer Karte aus einem Tempel gefolgt. Ich habe erwartet, Ruinen zu finden, nicht euch oder etwas wie das hier. Wieso hat der Kult deinen Sohn angegriffen? Ich habe ihre Abzeichen erkannt. Ich kenne sie als Trinity. Ich versuche, sie aufzuhalten. Wovon willst du sie abhalten? Sie suchen nach einem Artefakt. Es sieht wie eine silberne Schatulle aus. Sie gehört zu einer Mondgöttin. Wieso willst du das? Willst du es stehlen? Verkaufen? Nein. Aber es darf Trinity, dem Kult, nicht in die Hände fallen. Sie sind sehr gefährlich. Wieso? Was haben sie dir getan? Sie haben meinen Vater getötet. Kann ich dir was zeigen? Weißt du, was das ist? Das ist Paititi. Du bist bereits hier. Die verborgene Stadt. Aber was bedeutet dieses Auge? Das ist der Tempel des Todes und der Opferung. Denkst du, dein Artefakt ist dort? Ja. Niemand ist je von dort zurückgekehrt. Ich möchte es versuchen.
das wagst du nur, um den Kult aufzuhalten? Ja. Bring ihn zu mir. Jonah. Geht's dir gut? Kennst du diesen Mann? Er ist mein bester Freund. Ist Abby... Ihr geht's gut. Wer sucht noch nach dir? Niemand sonst. Ich glaube, wir verfolgen dasselbe Ziel. Wir bringen dich zur silberäugigen Schlange. Dein Freund bleibt hier. Wenn du lügst, wirst du nicht weit kommen. Und ihm wird es nicht gefallen. Das ist doch nicht nötig. Ist schon gut. Ich warte hier. Edsley, bring dieser Frau frische Kleidung. Uchu, du bleibst bei ihm. Ich bin so schnell es geht wieder hier. Okay. Ganz hübsch hier. Sei still. Oh, neue Kleidung. Ach, wie nett. Das ist unglaublich. Oh. Wow, Leute. Echter Wow-Moment jetzt. Komm. Genieß das, bitte. Genieß das. Keine Hektik, kein Stress, kein Drama. Fantastisch. Unuratu auf dem Markt treffen. Ja, Sumul auch recht gerne. Also ist jetzt ja wieder... Wow. Okay, jetzt kriegen wir unsere Kleidung erklärt. Das ist ja echt hübsch. Ich kenne deinen Namen nicht. Oh, entschuldige. Als Rebellenführerin muss ich vorsichtig sein. Ich bin die rechtmäßige Königin. Unuratu. Edsley, du schuldest mir noch einen Bericht. Ja, Mutter. Da war etwas. Heute Morgen. Ja? Ich habe gesehen, wie Haka mit seinem Nachbar gestritten hat. Er schien wütend zu sein. Als ich näher kam, waren sie plötzlich still. Dann haben sie gelacht, als hätte einer von ihnen einen Witz gemacht. Er plant irgendetwas. Gut gemacht. Danke, Mutter. Hey. Hi. Wie du siehst, bleiben Geheimnisse in Paititi nicht lange geheim. Solltest du von unserem Plan abweichen, erfährst du davon. Ist schon klar. Ja, wir folgen ihr mal wirklich einfach. Das geht auch gerade nicht anders. Ich kann nicht laufen. Sie ist hier, ich kann um etwas für mich zu suchen. Wenigstens im gleichen Tempo gehen. Mach dir darüber keine Sorgen. Wenn man so einem NPC folgen muss, das, dann geht man meistens schneller oder sonst oder langsamer. Gucken wir uns alles später nochmal in Ruhe an hier. Kisten und so, alles egal. Kisten. Aber er war auch sehr gütig. Du erweist uns Ehre. Hallo, sieh dich um, wenn du willst. Wer bist du? Ich erwarte dich auf dem Markt jenseits des Flusses, wenn du bereit bist, die Schatulle von X-Chain zu suchen. Er hat sie. Schluss, Taki. Gut. Du hast deine Würfel verloren? Gut, aber nicht lügen. Okay. Der Kult verstärkt. Okay, ich bin wieder auch frei. Ich kann ihn sehen. Auch wenn sonst niemand kann. Auf dem Markt. Ja, wir müssen uns hier umschauen. Das ist ja wirklich... Das muss ich ja hier sehen. Da sind die Leute bei der Arbeit. Repariert hier was? Was hat sie hier? Ein Boot? Das ist ja nur wirklich spektakulär hier. Wunderbar. Ja, sprechen wir mal mit ein paar Leuten. Ich habe mal zu Hause einen Fisch gefangen. Im Brunnen. Weil unter manchen Häusern Tunnel mit Wasser sind, sagt Papa. Lustig, was? Ja, total. Ja. Ach, ich finde nicht raus, was das bedeutet. Mhm.
Hier steht, glaube ich, noch so ein Teil. Nö. Ja, die haben es ja nett hier. Ja, wie sieht's aus überhaupt aus hier? Das ist ja hübsch. Wirklich, das ist ja total süß jetzt hier mit dem... Sowas möchte ich auch haben. Schöne Farbe auch. Blau so, ne? Ungewohnt. Da sind noch Fische da hinten. Komm, wir gehen mal in jede Ecke. Ein Lagerplatz. Es macht demütig, hier in Paititi zu sein. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe nur einen alten Ort erwartet. Artefakte, Gräber. Ich habe nicht an die Menschen gedacht. Für mich gab es nur Hinweise. Ich hatte keine Zeit, um zu staunen. Ich wollte mich nicht einmischen. Aber Trinity ist hier. Ja. Der Rest ist jetzt im Moment nicht so interessant. Auch Inventar, jetzt das wahrscheinlich nur das Outfit, was wir jetzt wieder wechseln können. Aber ich möchte das jetzt erstmal anbehalten hier. Das gehört jetzt so irgendwie dazu. Das haben wir jetzt hier geschenkt bekommen. Wir bewegen uns jetzt hier. Wieso? Ach, also ich bin eh voll. Okay. Wenigstens haben sie uns nicht die Waffen weggenommen, ne? Sind noch voll ausgestattet hier. Das ist gut. Feldarbeit. Herrlich. Hier oben geht's auch noch weiter. Hier geht's wieder raus irgendwie in den Schlamm. Ja, klar. Ich bleib jetzt doch ein bisschen im Ort, damit ich den auch ein bisschen kennenlerne und mich da nicht ständig verlaufe, ne? Hey, was bist du für einer? Pass auf. Wir haben in der Gegend einen Wolfsbau entdeckt. Aber vielleicht bist du ja genau deshalb hier. Wie meinst du das? Die Götter haben eine einsame Jägerin geschickt. Sehr passend. Viel Glück auf deiner Jagd. Aha. Gut, wo sind wir denn jetzt überhaupt? Das ist die verborgene Stadt. Hammer, also echt. Sehr gut. Ja. Da waren wir auch schon richtig, haben wir auch schon rumgeturnt. Der peruanische Dschungel. Haben wir erst 20% von abgeschlossen. So viel gibt es da noch zu entdecken. Ich habe die ganzen Zusatzgräber ja noch nicht beachtet. Prüfung des Adlers, ja. Super. 1% von der verborgenen Stadt. So, jetzt sind wir hier. Oh. Ja, tatsächlich durch diesen Schlammhaufen, da kommen wir dann... Nee, das ist ein Lama. Das ist kein, da oben ist der Wolf, okay. Mhm. Ja, auch hier, ne? Auch Gutayaku oder wie das hieß. Das müssen wir auch nochmal besuchen natürlich und da alles abklappern. Jetzt nehmen wir nur mal was, das mit, was wir wirklich auf dem Weg, was hier wirklich auf dem Weg liegt. Schauen uns da hinten noch um. Können wir vielleicht irgendwo noch so eine Haut klauen, irgendwie so ein Fell klauen. Da sitzt noch einer hinterm Baum. Hast du Paimo gesehen, Ishik? Dummkopf. Glaub, die Götter bestrafen ihn. Fauler Mistkerl. Hallo, da war Reiko. Oh. Ah, hier ist dann die Scheune, ne? Ja, den können wir nicht anlabern. Mais haben sie auch. Wunderschön. Kinder spielen. Ist noch weiter hoch. Oh. Ja, gefährlich aus. Kultstätte. Und ein Bad. Ist nix. Was hat er hier? Willst du plündern, Fremde? Große Krieger sind schon gescheitert. Versteckte Orte hüten Reichtümer. Falls du überlebst. Wovon redest du da? Von einem Übergangsritus. Einem Test, um die Spreu vom Weizen zu trennen. Einer Prüfung für jeden Kultistenkrieger. Das ist nichts für jemanden wie dich.
Du ahnst nicht, wozu ich fähig bin. Lass dich nicht provozieren. Dann finde den Pfad der Schlacht. Mal sehen, ob du und dein Hochmut ihn überleben. Noch ein Quest, okay. Sehr schön, ja. Lass dich nicht provozieren, Lara. Schon gar nicht von jemandem, der solche Kleidung trägt, ne? Nicht angemessen hier, wenn man so einer jungen Dame begegnet. Oh. Ja. Cool. Ich finde das super mit den fremden Sprachen. Geht's noch höher? Die hier noch durch? Und noch weiter hoch? Super, den Ort müssen wir einfach mal, eigentlich mal nachbauen, irgendwie in Minecraft oder so. Fit. So, hier ging die Treppe noch weiter hoch. Gucken, was ans oben ist. Unoratu und ihre Rebellen sind die wahren Kinder von Paititi, wenn du mich fragst. Ich bin nicht der Einzige, der so denkt, aber anscheinend der Einzige, der es offen ausspricht. Die Säuberung steht bevor und Unoratus Linie sollte Kukulkan opfern, um die Sonne wiederherzustellen, nicht andersherum. Aber solche Gedanken bringen Leute rasch ins Grab. Kein Wunder, dass sie sie nicht äußern. Deswegen plapperst du die so aus, einfach so gegenüber einer Fremden, ne? Ja, wer jetzt hier noch zuschaut bei mir, der hat hoffentlich genauso viel Spaß jetzt hier wie ich, sich das alles mal schön anzugucken. Nehmen wir das Lager nochmal eben mit, immer noch aktivieren. Aber wir bleiben jetzt hier gar nicht lange sitzen. Viel los heute. Kukulkan hat zwar Wohlstand versprochen, aber viele bringen eigene Opfer. Geht noch höher. Ich laufe jetzt einfach mal ganz nach oben und dann arbeite ich mich nach unten vor. Oh. Gucken wir. Nehmen wir vor mal mit. Keiner gesehen. Entschuldigung. Die angerempelt. Regt sich da voll auf. So, ich glaube, wir sind ganz oben, ne? Mal wieder in eine Höhle zur Abwechslung. Augenblick. Gold. Gold ist gut. Hier war, glaube ich, noch irgendwo was, ne? Hier. Ja. Das sind alles Opfergaben, die wir jetzt einfach mitnehmen. Sagen wir keinem.
Das war nur so ein Durchgang. Ah, super cool, echt. Oh, das scheint aber jetzt hier ein Privatraum zu sein. Hier ist ja was los, ey. Kommen wir denn noch irgendwie höher hier hoch? Ich möchte mal wissen, wo die Quatschköpfe so sind. Man sieht die gar nicht. Also aufs Dach? Nee, da ist nichts. Ja, hops. Weiter. So, aber hier ist doch schon mal wieder irgendwas haben wir doch jetzt entdeckt hier. Ja, klar. Der Typ, der klingt wie so ein Sportreporter, der uns hier kommentiert. Oh, dann wieder hoch und da springt sie. Machanta, 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 das kann man gar nicht so schnell sagen. So, jetzt sind wir, glaube ich, da aber drin. Mal gucken, ob wir den vielleicht so zum Schweigen bringen können. Hallo, ist jemand zu Hause? Na, hier ist auch wieder zu. Guck mal, wie es da noch drin aussieht. Ich will noch weiter rein, aber ich glaube, jetzt sind wir hier wirklich. Geht nicht weiter. Was hat denn hier eine Pissrinne oder was? Oh. Finde ich gut. So, das ist aber echt hier eine schwer erreichbare Stelle, ne? Also. Da, ah, geht es aber noch weiter. Boah, guck mal da drüben, hab das gesehen. Mal gucken, ob ich irgendwie von oben eine tolle Aussicht habe oder so. Ich glaube, hier müssen wir nach unten. Ja, abseilen, ne? Wow. Eine Zeremonienfackel. Okay. Wow, ein Herausforderungsgrab. Sehr cool, das haben wir jetzt zufällig gefunden. Ja, wer weiß, da können wir vielleicht nächstes Mal wirklich mal reinschauen. Haben wir ja noch nie gemacht in dieser Serie, dass wir in so ein Zusatzgrab reingegangen sind. Und jetzt stehen wir jetzt vor dem Eingang und ja, würde ich mir jetzt schon vorstellen, ja, dass wir das machen. Schaltet wieder ein, damit es nicht verpasst. Hübsch ist sie, wirklich. Steht hier gut, Lara. Steht hier wirklich gut. schönes Material auch. Okay. Für heute bedanke ich mich erstmal fürs Zusehen. Lasst mir ein Like da, falls es euch gefallen hat. Und bitte auch dran denken, falls ihr neu bist, abonniere den Abonnal. Ne? Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.
und alle sind glücklich. Bis dahin, bleibt sauber, habt noch viel Spaß und lasst euch auch keine Angst einjagen.